Hallo, da bin ich wieder und ich hab's gerade auf die letzte Ebene vor Ultimo Weapon geschafft, auf die Stahlgiganten-Ebene. Kam noch zweimal Robrum-Drache. Den einen musste ich auf die herkömmliche Weise besiegen, den anderen auf eine ebenso banale wie auch geniale Art und Weise, nämlich mit Level Minus und Kamikaze. Warum bin ich nicht darauf vorher gekommen? Ich weiß es nicht. Müsste ja auch eigentlich ganz gut bei denen hier funktionieren. 48 ist doch was. Ansonsten können die Kämpfe ja hier ewig dauern. Willst du nicht langsam mal? Ja, okay. Totalschutz. Ist ja wunderbar. Tolle Wurst. Der erste ist kaputt. Den Spaß haben wir doch noch mindestens noch mal zweimal hier. Dann geht's an einige kurze Preparations. Und dann mache ich wohl im nächsten Part den Kampf gegen Ultima Weapon. Und hole mir per Draw Eden von ihm und wenn ich ihn dann auch noch besiege, die Eden-Karte. Wenn ich das im nächsten Part mache, dann denke ich mal, kann ich mich noch innerhalb des Parts nach oben zum Speicherpunkt verkrümeln und für heute Schluss machen. Kann ich ja dann, während ich hochlaufe, falls es denn so kommt, dass ich das in der Zeit noch schaffe, erklären, was ich denn danach mache. Ja, schön daneben. Kill, 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 die, die, die. Ling Ling lässt grüßen. Sternsplitter, Kiefer-MG, Stahlgigant-Karte. Was ich alles so brauche. Nämlich gar nicht. Und bang. Und kurz vorm Reingehen nochmal und bang. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Eisenschneider, hey, ist doch schön. Schaffe ich Ultima Weapon vielleicht sogar noch in diesem Part? Das müsste doch im Rahmen des Möglichen sein. Kiefer-MG, Sternsplitter, bla bla bla. Komm, schnell, 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 schnell.
noch einen Stahlgigantenkampf, der letzte, bevor ich dann reingehe. Und Odin, kommst du? Tust mir einen Gefallen? Ja, komm, komm, komm. Nee, natürlich nicht, ist ja klar. Ja, super. Echt, ey. Wer dich zum Freund hat, braucht keine Feinde. Freue ich mich schon richtig drauf, wenn endlich der Zeitpunkt kommt und ich gegen Cypher kämpfen muss und der dich tötet. Ach, immer dieses Mikro vor der Schnauze ist. Ist so abfucking. Ja, 5 Minuten, knapp. Okay. Level Minus, wieso meinte ich Level Minus? War da immer noch drauf, okay. Ja, mach Totalschutz auf dich und währenddessen kann ich ja mit Irvine Kamikaze auf den anderen machen. Um das Ganze hoffentlich abzukürzen. Bang, bang. So. Kamikaze. Hoffentlich machst du mal viel Schaden. Na, und? 60.000, hey, geht doch. Say good night, Birdie. So. Ja, Leute, an dieser Stelle kommt ein kleiner Cut reingemacht. Für einige Vorbereitungen auf den Ultima Weapon Kampf. Wenn er zeitlich so knapp bemessen ist, dass ich das innerhalb dieses Parts noch reinbringen kann, dann mache ich das. Ansonsten kommt das sofort anschließend im nächsten Part. Na dann, bis gleich. Da bin ich wieder. Und die Vorbereitungen sind beendet. Wozu so tief unter der Erde? System bereit. Funktion wird deaktiviert. Wow, da wird etwas von unten hinaufgezogen. Was jetzt wohl passiert, ist echt aufregend, hey. Was geht hier ab? Ja, keine Ahnung. Aber ich hoffe, es geht schnell ab. Ansonsten packe ich das innerhalb dieses Parts nicht mehr. Und ich hoffe, dass es auch mit meinem Glück spielt. Denn wenn man bei Ultima Weapon ein sehr, sehr großes Pech hat, dann kann man auch mal fraggen. Ausgrabungsarbeiten wieder aufgenommen. Aber da Evakuierung angedeutet, angeordnet, ja, da muss man schon großes Pech haben. Oder man muss überheblich sein. Ausgrabungsarbeiten wieder aufgenommen. Hey, ja. Du wiederholst dich. Ja, Leute. Die Steine schwingen? Weil jetzt Ultima Weapon kommt. Nach knapp 9 Minuten, die Luft ist stickig. Ich weiß. Weil Ultima Weapon nach Fisch stinkt. Hoffentlich nimmt er das nicht als Beleidigung. Boah, leck doch nicht. Hat dir keine Sau erlaubt, Junge. Melton. Ja, genau. Diese Attacke finde ich total zum Kotzen.
Lichtsäule. Tötet einen Charakter hundertprozentig. Meltern. Kannst du Kamehameha? Ich kann Kamehameha. Und zwar mit einer Hand, ey. Ich bin Son Gohan. So. Ja. Mann, ey, so ein Scheiß hier. Boah. Eden. So. Draw. Eden. Eden entdeckt. Ja, beben. Schön. Müsste ja eigentlich gar nicht so stark sein, weil mein Geistwert so hoch ist. Ich lass mich überraschen. Irvine, überleb es, bitte. Nö, natürlich nicht. Sonst alles am Absorbieren, aber den Scheiß nicht. Mann. Schicksalszirkel. Ja, schön. Mit zwei Charakteren ist hier echt miese zu kämpfen. Wenn er nämlich Lichtsäule macht, dann bist du ganz schön gefickt. Komm. Sechs Hits und... Ist was dran? Herzensbrecher. Geht doch. Das erste Mal im Let's Play. Bang! Meine Schläge lassen ein kleines bisschen an Stärke zu wünschen übrig, da Ultima Weapon, ich glaube, der zweitstärkste Gegner im ganzen Spiel ist und auf Level 100 sogar ist gerade. Und er ist gestorben. Du Witzfigur. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich noch voll viel Zeit. Und ich mache mir hier Sorgen, ob ich den in den Park noch packe, ey. Leute. Nee. Es gibt echt Tage, da überschätze ich scheinbar das Spiel. Oder unterschätze mich selber. Aber naja. So wirklich ernst genommen habe ich die Gegner ja hier noch nie wirklich. Außer Omega Weapon, den darf man ernst nehmen. Dum, 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 dum. Ultima Stein, 100 Mal, hey. Eden-Karte, hey. Schön. Eden. Bumm. So. Das erste, was wir doch mal gleich sofort machen. Wer hat das jetzt eigentlich? Wer hat Diabolus? Welcher von euch kleinen Bastarden hat Diabolus? Xell, Mensch, Junge. So, dann darfst du auch ganz gerne mal hier dir Eden ausrüsten, oder? Nee, du hast schon so viel. Ah, der hat gerade mal zwei. Mensch. Und
Und das Beste dafür ist. Der hat nur 5 Tornado. Ich krieg die Krise. Nur 5 Tornado. Ja, da darf man auch ganz gerne mal 3 Elixiere für verbraten. Ist ja jetzt auch total egal. Ah, wir haben schon alle 100 Mal Meteor. Energiekristall. Ne, einen wollte ich übrig behalten. Stimmt, Ultima Stein. Bedeng. Und. Energiekristall. Tada. So. Dann lernt doch Eden als nächstes anfeuern. GF-Doping ist die gute Fähigkeit, die man von dem braucht. Ja. Mal schauen, wie weit ich es in dem Part jetzt noch hoch schaffe. Vielleicht schaffe ich es sogar noch ganz hoch. Mal schauen. Ansonsten muss ich dann vorher schon einen Cut einlegen. Aber ich denke mal, ich schaffe es hoch bis zum Speicherpunkt. Ja, es wäre auch gelacht, wenn ich das nicht bis zum Speicherpunkt schaffen würde. Tü-t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 ü. Ja, das war dann erstmal die letzte GF in diesem Spiel. Jetzt folgt natürlich wieder Levelei mit Arisa und mit Eden. Und dann hole ich mir halt noch die ganzen Fähigkeiten von Eden offscreen. Eventuell noch Selfie Level 100. Weiß ich aber noch nicht, ob ich dazu Bock habe. Werden wir dann im nächsten Part sehen, wenn es dann mit der Story weitergeht. Auf jeden Fall. War es das denn jetzt erstmal von mir? Denn es ist spät. Und ja, ich habe ja das geschafft, was ich schaffen wollte. Gutes Nächtle. Bis zum nächsten Part. Ciao.